Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ihr habt mir natürlich auf die letzten Videos wieder kommentiert, wie immer, das ist wunderschön und ich habe hoffentlich alle auch geantwortet. Also ich habe auf jeden Fall alle schon gelesen, weil, das kann ich euch sagen, es ist heute Donnerstag und ich nehme das heute schon ein bisschen früher auf wie sonst, einfach weil ich ein bisschen schauen will, dass ich wieder ein bisschen in den Rhythmus komme. Und ich will mit euch das Ganze erstmal durchgehen. Zum Anfang der Woche schön die Sachen von letzter Woche durchgehen. Also, ihr habt mir geschrieben, beziehungsweise Robert geschrieben. Natürlich, dass er mich das Video versprochen angeschaut hat. Das finde ich natürlich super. Danke, Robert. Und dass die Prio hier eigentlich eingestellt sein soll. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir das gemacht haben. Deswegen schauen wir nochmal. Prio 1 Produktion. Prio 2. Prio 3. Prio 4. Prio 5. Prio 6. Prio 7 und Prio 8. Perfekt. Gut. Dann schauen wir weiter zum zweiten Punkt, und zwar die Aufteilung. Der hier hat nach links die Prio. Dann gehen wir hier rein und hat auch nach links die Prio. Bedeutet, es ist Chuck, Chuck. Wenn der voll ist, macht der Chuck. Wenn der voll ist, geht er nach hier drüben und hat die Prio nach hier drüben. Und geht dann nach hier. Bedeutet, es ist immer er hier, dann kommt er hier. Er hier, er hier, er hier, er hier. Also genau so eigentlich, wie es sein sollte. Das hatten wir aber auch relativ früh, glaube ich, sogar diesmal gemacht. Ich glaube, da habe ich diesmal sogar mitgedacht. Also das ist eine ganz, ganz seltene Funktion von meinem Hirn, mal mitzudenken. Aber ich glaube, in diesem Fall habe ich es sogar geschafft. Genau. Die einzige Sache, die noch ein bisschen eklig ist, ist der Atommüll. Aber ich hoffe, den kriegen wir auch noch hin. Genau. Atommüll ist ja allgemein eine relativ eklige Angelegenheit. Genau, also die Stromproduktion grundsätzlich passt von der Aufteilung her. Was man sich vielleicht überlegen müsste, ist, hier haben wir natürlich mittlerweile eine doppelte Einpumpstruktur. Was bedeutet, dass links, rechts natürlich beide Kabel pumpvoll sind, obwohl das Stufe 3 Kabel sind. Na, ich kann das gar nicht, weil ich habe den zu weit vor, da würde ich das eins nach hinten verschieben. Um sozusagen ein Kabel hier außen rum noch anzustecken auf beiden Seiten, um die Ausführung zu erhöhen. Sozusagen, dass wir auf beide Seiten mit doppelter Last fahren können, wenn einfach die Produktionskapazität erreicht ist von unseren, oder die Transportlast übertragen ist. Die einzige Sache, was man natürlich hier noch machen könnte, ist, das Ganze wirklich so weit hinterzusetzen, dass man sagt, man schließt das Ganze hier vorne an die vier. Und geht dann an die vier. Problem bleibt halt trotzdem, du kannst maximal vier machen. Dann ab dem Zeitpunkt, wo das nicht mehr geht, müsstest du hier einen Viereranschluss machen, hier einen Viereranschluss auf acht gehen. Aber ich glaube, dass wir nicht diese Maße erreichen. Ansonsten brauchen wir eh eine komplett eigene Struktur dafür. Gut, haben wir das Geld gelernt. Dann kam heute zur Folge dazu von Kaioschutz 5740, was ich mit dem ganzen Kompost mache. Verfüllen. Also, du hast auch natürlich weitergeschrieben. Das ist natürlich nicht das Letzte in dem Falle. Beim Eisen und Kalk soll ich zum Beispiel verfüllen, damit hier kein Risiko besteht. Der Plan besteht immer noch. Und ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal mittlerweile durchgesprochen, dass ich das hier endlich mal verfüllen muss. Ich will diese Ecke hier nur fertig machen. Denn, und das ist der Grund, ich mag hier nichts mit Mixen anfangen. Vielleicht sollte ich, ich könnte natürlich das auch alles hier mit Erde füllen. Bloß ich weiß, ich bagger es wieder aus. Und Erde wieder auszubaggern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Erde ausbaggern will, weil die Struktur oder die ganze Technik ja von Erde mittlerweile ein bisschen überarbeitet ist. Zur ersten Season, wo wir gezockt haben, dass alles relativ gleich fällt, ist ja mittlerweile Erde sozusagen das, nehmen wir es mal, rutschigere Material im Gegensatz zu Gestein. Bedeutet, wenn ich jetzt da Erde verkippe und dann anfange reinzugraben, fliegt mir alles um die Ohren. Darauf habe ich eher weniger Bock. Ich will unbedingt eigentlich genau in, warum will ich, jetzt will ich mit der Hand zeigen, weißt du, so Wingardium Leviosa mäßig, das funktioniert nicht. Also ich will in dem Bereich hier, also bis hierhin circa, eigentlich alles mit Kies machen, beziehungsweise mit Gestein, das wir jetzt hier dann ausgraben. Und der Plan ist eigentlich, dass ich, oder was ich mir im Kopf überlegt hatte, dass ich die alten Anschlüsse von hier verwende und hier eine Linie vorsetze, die sich circa bis hierhin begibt. Und hier neue Lagerstätten für Gestein jetzt dann gleich aufbauen. Das werden wir heute noch in der Folge machen. Diese dann verfüllt oder auffüllt. Und dann wird die Kollegen, die hier aktuell im Teamaufbau drin sind, dann nach hier drüben gesetzt werden. Und hier haben wir eh, glaube ich, irgendwo, genau, hier eine Exportroute drin.
Und die Exportroute, so warte mal, jetzt, nee, das sind Importrouten. So, warte mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Wie habe ich das gemacht? Ah, ne, genau, die importieren. Genau, so, der Import, warum habe ich da eigentlich eine... Und warum bist du da drin? Ich verstehe es nicht ganz. Okay, ich habe irgendwas hier gemacht, was ich noch nicht so ganz verstehe. Aber auf jeden Fall sind die zwei Dinger drin und das wird dann halt geändert auf die Kollegen hier vorne, die das dann hier vorne verfüllen anfangen. Und somit tun wir sozusagen den ganzen Ding machen. Grundsätzlich sollte es eh nicht so lange brauchen, wenn wir hier anfangen circa zu kippen, sollten wir diese Reihe, ich denke, in einer Folge mindestens durchhaben und den Rest in zwei Folgen circa. Weil dadurch, dass es auch relativ eng ist, sollte nicht eine Masse benötigt werden. Aber ich hoffe, du verstehst den Grund dahinter. Ich will den Kompost nicht unbedingt dorthin schütten, wo ich wieder direkt graben muss für Ressourcen und alles. Einfach weil es, wir haben es ein paar Mal, glaube ich, schon in der Folge, in ein paar Folgen gesehen, wo einfach so ein so quasi Erdrutsch daherkommt und alles verschütten anfängt. Und dann musst du erst wieder die ganze Erde abtragen und das dauert alles ein bisschen länger, wie wenn du einfach mit dem Kies, der relativ gleich zu den Ressourcen fällt, dich durchgraben anfängst. Deswegen, wir verfüllen hier den Rest zwar trotzdem mit Erde, ich bin aber trotzdem überlegen, ob wir irgendwo hier vielleicht mit Kies dann sozusagen eine Grenze ziehen und die Erde woanders hin anfangen auszulagern, wo es für uns weniger Risk ist. Eine Überlegung wäre natürlich hier ins große Meer, bloß wenn ich es ausgraben will, habe ich ein ganz anderes Problem. Also ich muss irgendwie ja abwägen zwischen dem Sinn, wo ich es verkipp, und den Problemen, die ich mir dadurch erzeuge. Weil wenn ich Erde verkippe, habe ich immer das Problem mit, dass das rutscht, wenn ich wieder anfange zu graben. Deswegen würde ich es gerne wo hinlegen, wo ich es in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich nicht angreifen muss, außer ich brauche Erde. Und das ist ja der einzige Sinn dahinter, dass ich ein Erdlager habe. So, haben wir das geklärt. Ich hoffe, für dich, Kaio-Schutz, ist es verständlich, warum meine ganzen Gedanken da sind. Wie gesagt, kein Angriff an dich, kein Angriff an irgendjemanden, wenn ich hier irgendwas erkläre. Ich erkläre bloß meine Gedanken, damit ihr mich sonst verbessern könnt und draufhauen könnt, dass ich komplett dumm denke. Und halt, dass ich mit dem nächsten Kommentar, dass ich mit der Wartung natürlich viele Ressourcen verliere, das ist natürlich klar, weil ich habe noch keins mehr. Wir hatten ja mal unser Faltungssystem, was halt nicht gut genug ausgebaut war. Deswegen ist es 90% Probleme gemacht und hat nicht gescheit funktioniert. Klar, wir haben minimale Ressourcen rückwärts bekommen. Das stand ja genau jetzt hier, wo Kollege Kupfer ist. Aber es hat halt einfach den ganzen Platz aufgebraucht. Und ich denke, und es hat halt einen Nutzen gehabt, ich denke, von 0,1. Wenn wir es in Prozenten ausdrücken. Es war minimal, was wir da mit wirklich gewonnen haben. Es hat nur Energie gekostet und war, ja, ein bisschen da. Problem war, ich habe halt wenig Pump oder Zwischenlage gemacht und wenig auf die Ressourcenmengen geachtet, die rausgekommen sind. War mein Fehler. Es war nicht perfekt ausgebaut. Es war so ein schnell, simpel, wir probieren es mal und schauen, was passiert mäßig. Der Plan steht immer noch, dass wir das neu bauen und in dem Fall besser und auch mit Sortieranlagen fertig großen, die dann auch Zwischenlager haben zum Produzieren und es in andere Richtungen geht. Ich mache das so, im Gedanken bin ich da so ein bisschen in der Crust-Richtung, also in der Serie von Crust, wo wir auch diesen Multi-Shredder haben, der alle Ressourcen rauskriegt, wo wir dann alle Richtungen so ein bisschen die Sachen verbauen. Genau. Und angeblich ist bei meiner Siliziumproduktion, und da hat er vollkommen recht, ich glaube, habe ich da nicht so... Ja, ich habe darüber geredet und vergessen, eindeutig. Also danke dir, Kaio-Schutz, das habe ich echt wieder komplett vergessen. Ich habe vergessen, die Schlacke wieder anzuschließen. Habe ich irgendwas übersehen? Ja doch, genau, du hast auch gesagt... Da, wo die Anlage steht, passt locker eine zweite hin. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Da passt locker eine zweite, da passen zwei hin. Bestes Beispiel, das Ding hier ist ungefähr dieselbe Breite. Das war ein Schnell-Intervin-Projekt, damit wir unseren Tank wieder auffüllen können. Denn auch diese Anlage hier ist nicht unserem neuen Standard mehr entsprechend, dadurch, dass wir mit der wahrscheinlich jetzt relativ bald ans Limit gehen und dann der Sinn hinter wir tun, keine Gase mehr in die Luft pumpen, nicht mehr funktioniert. Und sie ist auch nicht so ausgelegt, dass sie sozusagen einen Zwischenschritt hat. Das sieht man, glaube ich, am besten hier wieder, dass ich hier ein Pause-Ding wieder dran habe. Das ist ja alles sozusagen jetzt zusammengewachsen, genauso mit der Anlage, damit wir hier ein bisschen Graphit erstellen. Rein theoretisch würde es ja dann den Teil hier, glaube ich, ersetzen. Nee, den Vorschritt. Ihn hier.
ihn hier ersetzen, dass wir keinen Graphit mehr produzieren müssen. Mit einer extra Anlage, die dann schlimmer ist, sondern dass wir die ganzen Kohlenstoff nehmen, den wir aktuell haben, und in Graphit umwandeln. Problem, das war für einen ganz anderen Sinn gedacht. Das Graphit kam später dazu, bedeutet, die Fläche, die ich brauche, ist ganz anders jetzt. Und dementsprechend nicht unbedingt mehr so geeignet wie früher dafür. Genau, bedeutet, dafür brauchen wir rein theoretisch auch eine neue Fläche. Vielleicht kriegen wir die auch hier dementsprechend hin mit Umbau 2.0. Wir müssten eh eigentlich diese Mine auch verkippen. Das sollten wir auch machen können. Entweder halt mit Erde in dem Fall, weil wir ja hier nichts mehr rausholen wollen. Bedeutet, rein theoretisch könnte ich direkt von hier den ganzen Schmodder hier reinkippen und dann eine Truppe da drin rumwerkeln lassen und es aufschütten. Rein theoretisch. Wäre eine der sinnvollen Sachen davon. Und dann müssten wir halt hier gerade planieren, bis hier vorne wahrscheinlich, alles gerade machen. Da werden wir dann die großen Bauprojekte von hinten abbrechen für den großen Tunnel. Dann sollen sie erstmal hier dran arbeiten. Und dann werden wir hier eine Straße hochführen zu unserem Bergbau oder zu unserem Baumabrisssystem. Und dann sollte das ganz gut sein. Ich glaube, damit können wir relativ viel uns anpassen. Gut. Nachdem ich euch alles hoffentlich zu eurer Zufriedenheit erklärt habe, warum, wie mein Gedankengang bei vielen Sachen ist. Klar, ich vergesse immer wieder Sachen. Man möge das Graphit sehen, wo ich zwar wahrscheinlich 10.000 Mal drüber geredet habe und es vergessen habe, wieder anzuschließen. Aber ja, so ungefähr ist es aktuell. Bevor ich aber hier die Minuten starten lasse, jetzt habe ich 11 Minuten ernsthaft drüber geredet. Holy shit, es tut mir leid. Tun wir erstmal hier den Kollegen wieder ein bisschen Baugebiet geben, weil anscheinend habe ich nichts mehr zum... Ah, da bin ich ins Gold. Oh, ich habe ins Gold reingegraben. Ups. Das wollte ich nicht, aber gut zu wissen, dass ich hier gleich in den Goldzahn reingegriffen habe. Die graben hier mir gleich aus. Und dann haben wir hier wieder was zum Graben. Aber ihr seht auch, wir haben mit dem Sand genau das Ziel erfüllt, was wir eigentlich machen wollten. Ich bin heute voll in Laberklaune. Merkt ihr das? Ich laber die ganze Zeit voll. Laber, 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 laber. Genau. Aber wir haben es geschafft, das hinzukriegen, was wir am Anfang geplant haben. Wir haben das komplette Wasser hier rausgepumpt, was natürlich grenzgenial ist. Was habe ich eigentlich mit dem ganzen Gold gemacht? Andere Frage. Hatte ich dafür Platz? Scheint so. Jetzt das fehlte Material und wir haben auch nur die halbe Produktion hier laufen, ne? Hier geht langsam der Puffer wieder hoch. Ich müsste auch immer noch eigentlich schauen, dass ich euch vielleicht versetze. Die stehen mir an einer sehr unguten Position, wie eigentlich auch immer noch diese Wasserproduktion. Die Wasserproduktion, finde ich, ist immer noch nicht unbedingt da, wo sie hin sollte. So, ich muss mein Mikrofon wieder ein bisschen richten. So, gut. Ja, genau. Ich hoffe inständig, dass mit unserem Atomreaktor-Upgrade irgendwann der nächsten Zeit, das hier auch verschwinden anfängt. Weil wir dann unten so eine Wasserproduktion aufbauen, dass das hier so nachkommlich ist. Problem ist, wir müssten eine Wasserleitung über die komplette Fläche ziehen. Vorteil, wir haben 90% der Fläche verschüttet. Bedeutet, da könnte ich einfach ein Kabel drüber legen. Weil wir sehen ja hier schon die Masse der Neuerzeugung, die auch schon aufzeigt, was wir machen. Und wie gut. Der meckert immer noch, aber ich glaube, es läuft trotzdem sehr gut. Das Rohr steht dauernd. Wie viele Rohre habe ich hier angeschlossen? Ah, lustig, er kriegt nichts mehr rein, ne? Wir stehen genau in der Waage, wie es ausschaut. Auch eine sehr interessante Sache, oder? Ist irgendwas hier nicht zur Zufriedenheit? Doch, du bist ja komplett angeschlossen. Also es gibt auch nichts, dass du... Wärmespeicher hat geringen Vorrat. Ich mag aber auch anmerken, dass hier aktuell alles voll ist. Das Gute ist, es scheint auch der Wassertank eigentlich fast immer voll zu sein. Was bedeutet, der Wasserexport müsste auch langsam steigen. Was natürlich mega geil ist, ehrlich gesagt. Feiere ich mega. So, zurück zu den Themen, die ich eigentlich mit euch angehen wollte. Die Frage ist, verkippe ich jetzt hier noch weiter? Ehrlich gesagt, wir werden... Nee, stopp, wir werden jetzt hier... die Kollegen mal abbauen, die brauchen wir nicht mehr.
Und ich werde alles mal zurückziehen von hier nach da. Ah, ich hätte hier rein theoretisch eine Straße, ne? Dann könnte ich hier lang führen. Problem ist, hier fahren auch die großen LKWs. Nehmen Priorität mal auf euch, bitte. Von hier innen reinkommen und dann hier rum. Ich überlege gerade, wie ich am schlausten die Kabel lege. Ohne mir selber einen Knieschuss gerade zu legen. Hier muss ich halt mal kurz abheben. Die Engpunkte muss ich anders nehmen wahrscheinlich. Können die Kollegen noch fahren? Ja, rein theoretisch haben sie sonst die andere Strecke, ne? So, by the way. So. Wir können rein theoretisch von hier hinten reinfahren in zwei Lager. Ich kann immer hier vor allem die ganzen Projekte, die nicht mehr aktiv sind, mir auch mal rausschmeißen. Weil wer braucht das noch zu sehen? Das braucht nur Leistung von meinem PC, ich sag's euch. Dann brauchen wir zwei Lager. So, perfekt. Und dann nochmal weiterführen die... Und dann das andere Kabel. So, okay. Das ist eventuell jetzt eine riesige Anlage, aber wurscht. Gut, dann haben wir schon mal die Grundanlage hergestellt. Was natürlich auch wichtig ist. Das bedeutet aber auch, dass die Kollegen jetzt langsam immer weniger Transportgut kriegen. Warum brauchen die so lange... Ich habe so viel... Habe so viel Schüttgut-LKWs da, aber niemand, der verschütten kann, oder was? Oder sind wir mittlerweile so gut beim Verschütten, dass wir jetzt gar nicht mehr hinterherkommen? Was wir auch machen können, wir können mal den ganzen Rest, der nicht mehr von dieser Anlage wirklich benötigt wird, wie auch die Kabel hier, runterreißen.
Das sind ja alles nur Altlasten, ne? Und Altlasten werden bei uns nicht gebraucht. So. Obwohl wir viele Altlasten haben wahrscheinlich. Was wir jetzt machen werden, wir setzen einen aus der Prio ein bisschen raus. Und somit schicken wir einen Teil schon immer an die andere Anlage. Ganz automatisch. So, die Kollegen hier bringen eh relativ viel schon zum Mind. Minus 1, warum? Weil, wait, water? Wasser? Warum Wasser? Hallo Fliege, geh mal weg aus dem Bildschirm. Fliege, geh weg aus dem Bild, ich arbeite hier. Was ist passiert? Unsere Wasserzufuhr scheint nicht zu reichen. Nee, warte mal, die Abfuhr ist gerade... Kannst du, liebe Fliege, gerade mal bitte aus dem Bild gehen? Ich weiß, dass sowas echt faszinierend sein kann, aber warum ist unser Überlauf so extrem? Holy shit, okay. Müssen wir doch vielleicht mal... Reicht unsere Anlage nicht mehr, wie es ausschaut? Oder... Ist was ganz anderes passiert? Nee. Ja, der Schlamm. Es ist der Schlamm, der nicht abtransportiert wird auch. So, wir müssen trotzdem hier fürs Erste eine weitere Anlage setzen. Weil sehen, wenn das Ganze steht, bringt sich hier nichts mehr. Man sollte hoffentlich jetzt ein bisschen was abtransportiert werden können. Schaut auf jeden Fall nach mehr aus, das rausgeht. Natürlich macht es krank. Natürlich macht es krank. Kriege ich hier noch was durch? Dann habe ich jetzt eine Idee. Eine ziemlich dumme Idee, aber scheiß drauf. So. Wir setzen dich mal auf... Das müsste minus 12 sein, oder? Kann diese Fliege bitte einmal aus dem Bild gehen? Ich möchte das nicht. Gut. Das müsste passen. Gut, okay. Alter, die Fliege hat nichts Besseres zu tun, außer hier gerade mir vor die... Auf die Fresse, auf die Nerven... auf die Fresse zu gehen, genau. So. Das sollte jetzt uns ein bisschen helfen. Ich weiß nicht, warum das nicht abtransportiert wurde. Ja, dann tun wir es halt verkippen. Solange es irgendwie rauskommt, ist alles gut, glaube ich. Also von daher... Und dadurch sollte auch die Masse, die hier mal durchgeschickt werden, wird jetzt uns ein bisschen reduzieren. Jetzt kann er wieder produzieren und dadurch geht der Schluck wieder und... Unser ganzes Problem mit dem Wasser sollte sich gleich in Luft auflösen. Ist halt dann viel beeinträchtigt. Also sobald das alles wieder leer ist und das läuft, sollten die beiden sich abschalten und wir sollen wieder ins Plus von der Gesundheit kommen. Problem ist, wir müssen halt die ganze Gesundheit mal auch überdenken, weil es aktuell echt ein Problem ist. Also halt leider echt extremes Problem. So. Ich sehe schon den kleinen Erdhaufen da unten. Aber wie es ausschaut. Prio steht immer noch auf dem anderen. Würde mich interessieren, kommen jetzt hier größere Mengen, dass das steht. Geht hier zwischendurch noch was rüber oder eher nicht? Ja, doch. Man möge aber den einen wieder pausieren, weil so viel produzieren wir jetzt nicht. Und dann sind wir schon mal nicht wieder im Plus. Ganz simpel in dem Fall. Aber wir sind halt extrem ausgelastet. Das ist jetzt... ein Problem und das müssen wir relativ bald hoffentlich lösen können.
Lass mich raten. Oh Gott, wir haben es schon wieder geschafft. Bitte da drüben graben. Kupfer ist gerade echt ein Problem. Deswegen müssen wir jetzt echt schauen, ob wir nicht die Kupfermine nach da drüben verlegen. Das ist schon relativ voll. Wir werden gleich mal die Kippebenen hier festlegen fürs Erste. Weil es wird die erste Sache sein, die sie machen müssen. Ist hier eine vierbreite Zone zu legen, bis hier vorne. Nein, das war falsch. Falscher Button. Rotate. Und dann runter bis auf plus 1. Und das bis hier drüben durchziehen. Kriegt auch gleich hier mal den Punkt mit. Gut, dann kriegt ihr als Exportroute, eine Importroute, ihn hier dazu. Und als Bereich, der zu decken ist, erstmal den hier. Das ist das Problem, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht das falsche Gebiet vergebe. So, die Kollegen müssten jetzt also umziehen. Wir schalten das komplette System auf Prio hier ein. So, die einen, die noch ihre Infos von hier gekriegt haben, werden jetzt sich natürlich hier nochmal beladen. Aber dann auch das Ganze umdrehen hoffentlich. Und dann nach hier drüben fahren. Aber werden auch direkt mal hier vielleicht schauen, ob hier noch kleine LKWs drin sind. Ne, sind nicht mal welche. Hier sind 0-0 drin. Oh wait, die sind hier angestellt. Dann müssen die hier angestellt werden. Dann verfahren die das hoffentlich hier, oder? Huch. Jetzt hat verfahren das, guck an. Und los geht's. Du fährst das Filtermaterial rüber, genau. Jetzt hat beginnt Stufe 2. Wir verkippen die Zwischenstrecke mal. Ah, genau, warte mal. Stopp, ich habe wieder was vergessen. Seht ihr, ich habe schon wieder vergessen. Und deswegen, aber lustig, also er produziert. Aber wahrscheinlich, weil er halt auch irgendwie unterstützt wird. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn ich da oben anschließe. Ne, kein flacher Aufzug, wir brauchen einen Schüttaufzug. So machen wir das direkt einfach. Fertig, aus. Und dann geht das Ganze hier mal raus. Und Stück für Stück alles einmal raus. Also geschmolzenes Silizium steht eh zum Glück auf Lager. Möbel sind auf Lager. Ich hoffe auch, dass die Möbelfabrik voll ist, ja. Also aktuell schaut es so aus, als ob wir gut unterwegs sind. Ich finde es immer noch schade, dass dieses Ding keinen Schwenkarm hat. Das würde ihm richtig gut tun und würde die Funktionalität natürlich nochmal extremst erweitern. Wo bleiben aktuell die ganzen Kartoffeln? Oh wait, oh Gott, warte mal. Ich habe einen Fehler gemacht, fuck. Also ich würde das mal auf Förderband 2 verbessern, bitte, nach dir. Natürlich kommt da nichts. Oh mein Gott, so schnell habe ich den Mais vollgekriegt. Hups. Beziehungsweise gar nicht das, sondern ich habe die komplette andere Produktion liegen lassen, die hier mit Tierfutter passiert.
Ich habe natürlich hier hinten nichts angeschlossen zu Tierfutter. Wie viel produzieren wir Tierfutter? 3. Bedeutet, wir sollten das Ganze ein bisschen ins Laufen kriegen. Selbst wenn ich dem ein bisschen mehr pumpe. Da habe ich eventuell also ein kleines Problem ausgelöst. Schau mal, ich tue jetzt dem schauen, dass ich es ein bisschen flotter mache. Dadurch mehr brauche er zwar, aber wir tun mal den Kollegen hier ausschalten. Dann nutzt er bloß uns. Und hoffentlich haben wir nicht so Tonnen Mais produziert, dass das dann ein Problem wird. Aber hier haben wir jetzt wieder ein bisschen Ethanol. Das sollte uns auch bei der Medizinproduktion helfen. Weil Medizin ist relativ knapp schon wieder. Huch. Hupsi. Was heißt hier Gestein voll? Was habt ihr? Ihr habt Gestein. Ihr habt hier unten ein Gesteinslager. Wir reduzieren das mal auf die Menge der Bagger plus 2. Dann haben wir ein paar mehr Bagger, die rumfahren. So, wie läuft es bei unseren Kippern? Hier läuft es soweit gut. Wir verkippen das erste Zeug und dann sollte das hier langsam Stück für Stück möglichst arbeitsflächenmäßig werden. Danach können wir dann hier anfangen. Beziehungsweise Asche an. Kohle geht tun nicht gut, ist schon da. Und dann werden wir aber gleich hier einen Absetzer mal hinsetzen. Der hier den ersten Schnelllieferungspunkt macht. Wir machen gleich 2. Kriege ich hier noch irgendwie einen? Yes. Und dann machen wir U-förmiges Förderband. 3 sogar. Ah, schön, das habe ich so platziert, dass... So. Der kommt schon wieder. Warum hat denn der noch den ganzen Schwefel mit? Hat das Masseverhältnis nicht gepasst? Oh oh. So, ich hoffe, dass der Trick jetzt funktioniert. Jetzt hat er. Dann kann ich U-förmiges Förderband hier bauen. Oder. Schön gut, aber eine Idee. Man muss nur Genie sein, ne? Rotate. Lass mich gerade nur, nimmst keinen Schlamm. Warum nimmst du keinen Schlamm, Mensch? Kann ich nicht Schlamm verkippen? Ich dachte, Schlamm kann man verkippen. War ein Schlamm nicht verkippbar? Ich kann Schlamm verbrennen. Okay. Little problem hier. Ich krieg, wie viel Schlamm habe ich jetzt auf Lager 200? Ich krieg 160 zu 720. Das könnte ungut werden. Ich brauche eine riesige Schlammanlage. Problem, Vorteil eigentlich, eigentlich echt Vorteil. Ich produziere Brenngas, viel.
Mit Brenngas wiederum könnte ich mit Sauerstoff Diesel produzieren und Wasser. Also ein lustiger Nebeneffekt von dem ganzen Zeug hier. Problem ist, ich habe keine Arbeitsfläche aktuell. Ach, leck. Bedeutet, ich habe das Ganze hier im falschen Gedanken gebaut. Oh, fucking shit of hell. Könnte sein, dass das ein Problem wird. Nur so minimal. Das muss relativ automatisch gehen. Fuuuuck. Aber gut zu berichten, das funktioniert wenigstens. Auch wenn die Tanks hier viel voller sind. Spannenderweise. Habe ich hier irgendwas optimiert? Wir reduzieren nur euch auf 8. Jetzt ist halt echt der... Oh, fuck, was mache ich denn jetzt mit Schlamm? Da habe ich mir jetzt natürlich noch ein Problem geschaffen, ne? Vorteil, ich kann natürlich damit echt Diesel produzieren, was bedeutet, ich brauche weniger Ölimporte, ich brauche nur einen Handel. Dadurch hoffentlich weniger Schiffsfahrt. Andererseits... Ja, ungut. Kann ich sonst noch was damit machen? Dampf bedeutet rein theoretisch Energie. Ich könnte damit Abfall verbrennen. Dafür brauche ich auch Wasser. Oder ich kann es zur Zementherstellung verwenden. Oder zur Wasserstoffproduktion. Wait. Dann könnte ich Wasserstoffautos damit machen. Aber dafür produziert sich wieder Kohlendioxid. Das könnte ich aber wiederum in Kohlenstoff umwandeln. In die anderen Teile. Das wäre auch eine Idee. Dafür brauche ich nur ein bisschen Dampf. Den ich wiederum mit ihm selber herstellen könnte. Also ein Paradigmasystem. Das könnte gut funktionieren. Bloß dafür brauche ich auch wieder Fläche. Die Fläche müsste hier hin. Bedeutet, wir müssten jetzt dann danach anfangen zu verkippen. Tja, so schaufelt man sich Gräber, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war heute eine relative Quasselfolge. Ich werde es auch einfach die Quasselfolge nennen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann hoffentlich ein paar andere Sachen noch tweaken können und Stück für Stück diese Anlage nach vorne bringen. Also, bis dann. Ciao.